Wir sind hier in Berlin im Auftrag des Cologne Comedy Festivals. Wir haben eine extrem tolle Mission. Wir sind hinter Kulissen bei Felix Lobrecht. Was geht hier ab? Wir werden Flipsy heute überraschen. Und zwar bekommt sie heute von uns beiden den Deutschen Comedy Preis in der Kategorie Erfolgreichstes Live-Programm 2023. Ich liebe es, Flipsy zu überraschen. Ich auch. Das machen wir jetzt. Ja. Und wir sehen uns gleich auf der Bühne. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Nächste Woche ist einfach 50 Cent hier. Aber nur einmal. Naja. Hey, jeder wie er kann. Jeder wie er kann. Hallo Berlin! Hallo! Was geht ab? Sag mal, ich arbeite hier. Bist du bescheuert? Du hast gesagt, wir dürfen zu dir überlegen, wo du bist. Ja. Buonasera, wie Giovanni Zarella sagen würde. Hallo. Servus. Wir haben was vorbereitet für dich. Weil extra nur für dich, weil wir dich so doll lieben. Okay. Du denkst wahrscheinlich, was machen wir hier? Ja, absolut. Wir Vollidioten. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, was macht ihr hier? Wir haben kein Geld für Eintrittskarten. Wir haben was vorbereitet, Felix, nur für dich. Okay. Und jetzt würde ich gerne verlesen. Okay. Lieber Flipsy. Als wir dich vor knapp 4 Jahren kennengelernt haben, wussten wir nur 3 Sachen über dich. Da war mal was mit einer Taube, du hast in Marburg studiert, du machst einen Podcast, der so heißt wie unser Lieblings-Superfood. Ja. Mittlerweile hast du das Land im Sturm erobert und in dieser Arena möchten mindestens 98,4% mit dir schlafen. Respekt. Nur? Wäre dein Programm All You Can Eat eine schmackhafte Roulade, sie wäre prall gefüllt mit Coolness, Tiefgang, außergewöhnlicher Beobachtungsgabe und spitzem Humor. Lecker! Aus diesem Grund sind wir unfassbar stolz, dir heute etwas übergeben zu können, und zwar: Du bist Preisträger des Deutschen Comedy Preises 2023 in der Kategorie Erfolgreichstes Live-Programm 2023! Geil, dankeschön. Hast du gut gemacht. Danke. Ich mache mal ein Foto. Ja, aber. Geil. Und jetzt verpisst euch. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Wenn 50 Promo-Tipps braucht, soll er sich melden. Mein Gott, hat Felix sich gefreut. Ja, oder? Echt toll, ich hab fast geweint. Ja. Kommen wir nun zur offiziellen Begründung, warum er diesen Preis gewonnen hat. Der Stand-Up-Comedian und Podcaster Felix Lobrecht verkaufte für seine Erfolgsshow All You Can Eat in diesem Jahr die meisten Tickets aller deutschen Live-Comedy-Shows. Er ist somit der Preisträger des Deutschen Comedy-Preises 2023 in der Kategorie Erfolgreichstes Live-Programm 2023. Und ich würde sagen, wir gehen wieder hin, oder? Wenn die Mütze lang geklebt wäre, ich würde sie ziehen. 11 von 10. Weiter so, Felix.